Leute und anderen, herzlich willkommen jetzt zu einer weiteren Folge PVZ Garden Warfare. Jupp, wir spielen heute mal wieder eine Runde hier auf der Suche nach dem netten Schatz Yeti zusammen mit Markus. Hallo. Ja, ich mache heute mal einen auf Tarnkaktus, schön vergoldet mit schön mit Diamanten besetzt und Silberstreifen überzogen. Sieht eigentlich echt geil aus. So. Und Heilblume hin. Bambus. Tritt doch nicht auf die Pilze, die explodieren. Oh, ich auch. Boom. Oh, boom. Irgendwie ist das lustig, auf die Pilze zu springen. So eine Teilzeitbeschäftigung. Toll, auf welche Seite laufen die Zombies jetzt? Oder kommen die von beiden Seiten? Beiden, denke ich. Weil die sind genau auf der anderen Seite vom Haus. Okay, links kommen auf jeden Fall schon welche. Hab ich einen übersehen? Ach, da. Mich geschafft. Ich bin Sniper Bro. Jetzt sind mal ein Team gerade, dessen Rüstung unter 20 liegt. Ja, schaffe ich hier. Das könntest du bei Pflanzen schaffen. Topfpflanzen, aber bei mir nicht, weil ich bei hier hinten selten unter 20 komme. Was, ich kann da nicht durchschießen? Ich sehe sie, aber kann ich sie nicht abschießen. Das ist ja voll die Verarsche. Voll am Abglitzern. Toll, jetzt haben wir eine Sprintrunde und wieder kein Yeti. Oh, der hat eine deiner Pflanzen gefressen da drüben. Erwischt. Boah, der Diamant ist voll zu dir geflogen, ey. Null. Hast du es gesehen? Ja. Ist so einfach bisschen. So voll weggeflogen und voll dir entgegengeflogen einfach. Zähl mich einfach. Boss. Ah, jetzt kommen sie von links, gut. Und rechts. Gerade kam irgendwie von nirgends ein und jetzt kommen sie auf einmal von überall. Oh, links sind schon wieder alle tot. Und rechts verstecken sie sich im Smog. Jetzt kommen sie links wieder. Oh, mit zwei Inchis auf einmal. Ist das Assi? Ist das Assi? Oh, sie haben Teleporter aufgestellt. Rapes the TP. Rapes the TP. Diese übertriebene Zoom, ey. Das ist total was. Ja.
Also ist schon geil, weil ich von hier oben halt beide Ecken absnacken kann, ne? Aber der Zoom ist halt echt krass hart, vor allem wenn die Gegner halt näher kommen. Dann ist halt übertrieben. Ja, bei mir ist schon Kraft Dracula, alle von links. Oder Sombula oder however you wanna pronounce it. Oh, 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 oh. Warum kann ich den nicht treffen? Wenn nicht. Das Sombula habe ich gerade gut eingeschenkt. Kraft Dracula oder was? Ja, Sombula. Kraft Sombula. Dracula gibt's ja nicht. Dracula ist... Oh Mann. Er ist tot. Mauswurmel. Soll ich Gehkraftstein machen? Bleib du hier. Diese Flying Drohne erledigt's. Alter. Grabsteine und... Diamond. Ich habe schon wieder einen Maisschlag parat. Das heißt, ich muss schon mal zur Richtung zum Spawnpoint fliegen, damit ich dann instant einen Maisschlag drauf werfen kann. Oh ja, das war effizient, glaube ich. Ich habe gleich mal einen kompletten Spawnpoint in die Luft gejagt. Also eine Zombie-Horde aus 8 Leuten oder so, instant Spawn-Kill. Alter, diese Wichte sind gegen mich einfach die ultimative Waffe. Weil die treffe ich einfach nicht. Diamantos! So, Welle 7 wurde wieder kein Schatz, Yeti. Oder ist es Welle 8? Ne, Welle 8, glaube ich, ist es. Wo er kommen kann, ne? Oh, fuck. Alles für die Wissenschaft. Schon wieder, ey. Wollt ihr mich verarschen, ihr Wichser? Zum Glück bin ich ein Sniper und kann die Gegner immer noch wegholen, bevor ich dich rette. Oh Mann, da kommt schon wieder zwei. Einer ist weg. Zweiter ist weg. Jetzt kann der Schatz hier nicht kommen. Ja. Soll er gefälligst jetzt auch mal. Nein. Der Garten muss unberührt bleiben. Wird lustig. Hat bisher fast jede Runde geklappt. Bis auf die Runde, wo die ganzen kleinen Wichte kamen, weil gegen die kann ich einfach fast nichts tun. Machst du rechts, ich mach links. Alter.
Also links sieht sauber aus. Ich komme mit rechts. Fliegengitter Zombie. Ja, also Geld machen durch hier gerade schon gut. Aber Schatz-CT wäre langsam mal besser. Zack, wieder einer weg. Oh, Allstar, Double Headshot. Oh nein, stimmt, der braucht ja drei Headshots. Wissenschaftler, Heilstation in einer Sitzung, drei Stück crashen. Das ist eine scheiß Mission. Ricker hat lauter Missionen, die man hier den Modus fast nicht abschließen kann. Boah, also, man muss überleben. Oh, Nahkampf und Kill gemacht. Oh, Diamond. Ich habe ihn fliegen sehen, aber ich habe wieder nicht gesehen, wo er hinfliegt, weil die Diamanten fliegen einfach immer im Arsch der Welt. Kriegst fast immer durch. Sammle immer den ganzen Müll ein, der hier liegen bleibt, und die Diamonds kriegst du irgendwie fast immer durch. Ich bleibe immer im Garten und die fliegen immer im Arsch der Welt irgendwie. Bitte. Ja, war wieder kein Schatz, so, Yeti. Das ist schon ein scheiß Standard, oh. Oder ist er? Der Yeti. Und der Yeti ist immer nur im Wegrennen eigentlich. War jetzt gerade wieder von hinten unterwegs. So. Oh, Dracula. Was ist? Dracula. Dracula. Geil, und der Gartenstein ist direkt vor uns. Der Grabstein. Grabstein down. Au, ja, ich auch. Ja, wieder einen Nahkampfkill gemacht. Was machen Grabstein? Warum ist denn jetzt zweiter? Okay, der teleportiert sich direkt neben mich. Oder? Nee, zum Garten. Ich kümmere mich um den Ding. Friedhof. Alter, ich hab ihm grad so gut Schaden gegeben. Lang macht er das nicht mit? Das ist so ein Wichtfriedhof, Alter. So, wo ist er jetzt hin, Tippet? Können wir echt voll farmen, Geld. Nee, weil der verschwindet irgendwann. Aber hat man ja stimmt. Verreck! Oh, ich hab ihn. Ha, diesmal kriege ich einen Dia, weil er direkt im Garten liegen geblieben ist. Ja, in 2 Minuten. Oh, da kommt ein Grabstein raus, werden wir zerstören. Oh, Allstar.
Aua. Na fuck, von hinten. Alter, ich werde auch von überall angegriffen. Ja, geh hier nach oben. Oh. Fuck, hier nehmen wir schon wieder einer. Zack, wieder weggeheadshottet. Oh man, jetzt ist hier natürlich wieder ein Grabstein zwischen mir und der Safe Zone. Oh fuck, Markus, ich wurde das Leben. Ja, ich komme hier, aua. Ich hab gerade schnell den Grabstein zerstört. Ah, den hab ich gerappt. Und ich habe auch noch einen Multikill abgezogen. Aber da schießt doch schon wieder. Ach du. Alter, im Nahkampf war ich langsam eingespielt mit dem Ding hier. Im Distanzkampf bin ich eh ganz okay damit. Zack, zack. Nein, den habe ich verschossen. Naja, wir haben zwar wieder nicht das bekommen, was wir wollten. Ja, ist echt schon so wie immer einfach. Wir haben wieder beide Missionen geschafft und das Spielchen hier abgeschlossen war ganz okay, muss ich sagen. Eine Runde, über die man sich jetzt nicht wirklich beschweren darf, aber halt auch nichts Tolles, ne? Und damit würde ich sagen, sehen wir uns dann auch schon wieder in der nächsten Folge hier. Und bis dann würde ich sagen, Servus und Ciao. Tschüss.